Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Part von Let's Play Soma und Catherine redet gerade mit uns und ich weiß gar nicht wieso gerade. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Hier ist Verbindungsfehler. Wir müssen irgendjemanden finden, der uns einen Sicherheitscode sagen kann. Wir sind von hier gekommen. Da unten gibt es noch einen Raum. Und hier geht es auch noch weiter. Thanks. That makes me feel much better. Die Buchstaben. Ach so, sind wahrscheinlich irgendwelche. Ja, ich weiß nicht. Ey. Achso. Hey. Es geht dir alles wieder aus. Achso, das dreht sich dann nur. Bitte. Fast. Broken. Schau mal, ob wir was Gesundes finden. So, wow, wie das hier geil rausfliegt. Nee, hier haben wir schon alle durchforstet, oder? Es sind immer nur zwei so Ding. Auch keiner mehr. Und hier. Hier sind's mehr. Lol. Ich fürchte, die sind alle kaputt. Bevor ich hier unnötig Zeit verschwende. Gehe ich wieder. Und ich habe immer noch Schiss, dass auf einmal Alpha Kevin wieder da ist. Ah, es ist ja Licht. Locked. Ist jetzt hier was anders? Nö. Nichts. Hier war der andere Raum. Hier müsste auch. Hey, waren wir hier schon? Ja, doch, natürlich. Da ist es, wo wir unsere Akte gelesen haben. Hier müsste doch irgendwo. Oder wo ist denn Ding? Unser Omnitool. Oh, in der Geschichte. Datenbuffer. What happened? Conrad killed himself after the scan. Conrad? How? Mazer Tool? What should I do? Wir kennen doch einen Conrad. No, please! I'm so close. Stormwire's gonna shut down the Ark Project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Das stimmt. Catherine, are you okay? Not even close. Okay. Konrad, so haben wir doch den Ding genannt, den wir dann umgebracht haben. Den Roboter. Na komm. Ja, jetzt. Dann gehen wir in den Raum, in dem wir noch nicht waren.
Oh. Ich wollte gerade zwei Sachen sagen, nämlich einmal nett sieht's aus und zweitens, ich glaube, in dem Spiel geht's gar nicht so um Horror, sondern um Science Fiction. Ich meine, natürlich, es ist ein Science Fiction Spiel. Aber auch Horror natürlich. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Mm-hmm. Ja, wir haben ja auch ewig geglaubt, dass wir Mensch sind. Karl ja auch eigentlich, der dann ein Hund war. Also ein Roboter-Ding-Viech. Und was ist das für ein langer Gang hier? So viele Wege, ich will das nicht. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Schöne Bilder. Spielen wir mal Karten hier. Auf geht's. Sind wir jetzt hierher gekommen? Ich meine schon, ja. Doch. Ja, das hier ist ein Klo. Ah, jetzt sehen wir uns mal, wie geil. Aber... ich meine, das ist jetzt wenigstens von der Form her menschlich. Also, besser so als in einem Omnitool zu den Wohnen, also wirklich. Da wäre ich froh, so auszusehen. Vor allem 100 Jahre nach meinem Tod. Da würde ich lieber so aussehen. Ich weiß, das sollte man nicht machen. I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Also wenn ihr keine Dusche geht, dann war's das mit Hygiene in diesem Komplex. Oh, hat man hier wenigstens Privatsphäre? Aber sie tun alle immer schön den Deckel runter. Trotzdem sieht's hässlich aus. I'm worried you won't find anyone. Maybe they all help with the Ark. Ich glaube, das ist jedes Mal, wenn wir in den Raum kommen. Probieren wir es aus. Hm, jetzt nicht. Ich lasse die Türen von den Räumen offen, wo wir schon waren. Vielleicht versteckt sich hier ja jemand irgendwo. Wir müssen ja jemanden finden, sonst würde es gar keinen Sinn machen. Jetzt ist es wieder passiert. Nur, dass es diesmal bleibt. Das will ich aber noch nicht. Gott. Wie viele Türen das sind da? Wir können nicht überall rein. Guy Conrad. Conrad? Bist du hier? Jägermeister. Sieht zumindest so aus.
Das zerfällt in immer mehr Stücken, wenn wir es nehmen. Ja, jetzt nicht mehr. Praktisch, können wir noch brauchen, bestimmt. Vielleicht versteckt sich Konrad da drin. Oder da unten. Ich will schlafen gehen. Ob man als so ein Roboter immer noch schlafen muss? Hier geht's nicht rein. Da ist auch kein Verschluss, den wir öffnen können. Hier auch nicht, aber ich will mir nur die Namen anschauen hier. Da geht's rein. Zufällig geht's zur Catherine rein. Zufällig. Hey, that's my room. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Souvenir ist eine Erinnerung, so. Französisch heißt genau das. Und ja, ich sehe, dass man mit dem Tablet interagieren kann, aber ich guck hier erstmal noch. Vielleicht finden wir was ganz Privates. Sehen wir schon? Sehen wir schon? Oh, Tagebuch. Mhm. Dass die das einfach zulässt. Aber ich glaube, das sind mir zu viele Sachen, um das durchzulesen. Marionette. Ein Kamm. Das heißt, sie war noch menschlich. Denn als Roboter musst du sich nicht kämmen. Oh. Süß. Teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Können wir das hier so? Ja, immer langsam. Ich will die Reaktion hören. Hallo, Reaktion, keine Reaktion. Warum nicht? Das wäre lustig gewesen. What's with the junk? Looks like something you'd fish out of the ocean. Den nehme ich mit. Yeah, that's a part of Reed's vivarium. It's a long story. Forget it. Marks and Ring. Ah. Hey. Warum geht das nicht? Ah, ups. Falscher Stick. Do not enter steht sogar noch da. Das ist ein Erlenmeyer-Kolben. Liebe Freunde, wenn ihr das hier liest, werde ich die Arche betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenem Scan... Oh, ist Timer. Ich muss kurz cutten. Und da geht's weiter. Moment, ich muss kurz den Timer nochmal neu starten. So. Scan aus dem Leben scheidet. Ah, haben wir? Um Catherine nicht zu verängstigen, werde ich im Geheimen ein Kaugummi mit Cyanidsalz versehen, um ihn mir in den Mund zu stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn ich den Abschluss des Scans verkündet habe, werde ich zuweisen, um mein Leben so schnell beenden. Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu betrauern. Denn ich habe den Sieg davon getragen. Ich rate euch allen, es mir gleich zu tun und euch zu mir auf die Arche zu gesellen. Mit freundlichen Grüßen, Mark Serang. Das heißt, den werden wir auch nicht finden, außer er hat sich hier umgebracht. Und da würde ich die Reaktion von Catherine auch gerne hören, eigentlich. Geheimdienstanalyst. Ja,
Buch, ey, dasselbe Buch haben wir doch auch, oder? Zumindest glaube ich, hatten wir ein Buch daheim, das genauso aussah oder ähnlich. Was ist das? Irgendwelche Tests? Oder Checks oder was auch immer, egal. Ja, ein Meierkolben. Ein Ball. Nein, ich will zumachen hier. Siehst du denn so? Tacker. Hier haben wir aufgemacht. Nee, was ist denn das? Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans. Eine Biologiestunde. Replaced by new cells, which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Ja. Das interessiert mich eigentlich nur peripher. Das tangiert mich nur peripher. Oh. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. Schmier diese komischen Dinge. Dr. Chun populates the Ark. She is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. So zwei Räume haben wir noch. Gehen wir erst hier rein, weil schon offen ist. Hier ist es weniger freundlich. Kein Licht und... bisschen Licht. Danke. Aha. Nichts. Eine Tastatur, aber kein PC. Aber abgerissene Kabel an der Wand. Auch nichts. Geht's da weiter? Flimmert. Es hat geflimmert. Und da hinten war das Zimmer von Peter Straski. Ach, nö. Oh. Bad feeling. Haben wir schon aufgemacht. Der ist noch nicht, oder? Das übliche. Was ist das? Stopsel. Genau, Stopsel.
Wieso habe ich das Gefühl, dass da draußen ein Alpha-Kevin ist? Oh ja. Aber wenn er sich hier umgebracht hat, wo ist der Körper hin? Oh, da ist ja noch eine große Schublade, oder? Nee. Okay, kaputt. Coole Maus. Sofern es eine Maus ist. Oh, ein Scanner. Nein, ich würde gerne was kopieren. Das da. Ist das ein 3D-Drucker? Haha. Gut, dann weiß ich jetzt aber, wo es hingeht. Nachdem wir jetzt hier alle Räume abgesucht haben, was nicht viel gebracht hat. Da lang nämlich zu den Treppen. Runter geht's nicht, gut. Auch kein Handfresser. Oh, hoch geht's auch nicht. Wird's dann aber schon kriminell. Ups. Schon kriminell. Nee, da geht's nicht lang. Ich versuche nochmal unten. Vielleicht jumpen oder so. Hierhin kommen wir aber weiter nicht. Nee, da geht's nicht weiter. Aber hier waren wir auch schon überall. Außer hier im Aufzug, aber das geht nicht. Ah, vielleicht ist hier was. Nee. Ich nehme hier mal den Feuerlöscher mit. Die Tür geht aber nicht auf. Bin ich jetzt echt ratlos. Ich guck nur mal in alle Räume kurz, aber das haben wir auch schon angeguckt alles. UFOs. Nee, jetzt, da geht's in den rein. Nee. Vielleicht ist doch noch hier. Oder der Code ist halt doch irgendwo notiert.
Dann müssten wir es aber auch schon gefunden haben. Wir haben wirklich alles durchsucht hier. Also im Moment weiß ich wirklich nicht, wo wir hin müssen. Ich habe null Plan. Catherine meldet sich auch nicht mehr. Die Katharine. Gehen wir noch mal hier lang. Moment, wie war jetzt dieses Netz gleich noch mal aufgebaut? Unserem Computerraum den Router zurücksetzen. Aber wir müssen ja jemanden finden, hat sie gesagt. Da war das Ding. Oh. Ist auch nicht lang. Unter rein. Ja, dann da. Wird doch wahrscheinlich das sehen, wo wir gerade waren. Gehe ich nochmal hier lang. Ach, das wäre jetzt wieder ganz hier. Da geht's ja auch noch wo rein. Das wusste ich ja gar nicht. Und ich wette mit euch, dass hier Alpha Kevin kommt, weil ich was höre. Und ich mache jetzt hier nochmal einen Cut, aber ich spiele trotzdem weiter, weil ich gerade Bock dazu habe. Also, kurzer Cut. Und da geht's weiter. Ich werde den Cut jetzt hier praktisch aber nicht nochmal 15 Minuten machen. Oh, Gehirn. Drei Türen, in die wir gehen können. Fangen wir hier an. Da ist auch gleich mal nichts. Das könnte hier der untere Computerraum sein. Und es könnte auch sein, dass wir den wir hier schreien hören, jemand ist, der uns hilft. Brauchen wir jemanden? Hier ist aber auch nichts. Gerade geflimmert. Hey! Bist du nett? Nein! Nicht nett! Nicht nett!
Ah, hier sind wir hergekommen. Oh je. Oh, da ist der / die. Person, die uns gerade getötet hat. Nennen wir sie Claudia. Router zurücksetzen, wenn ich wüsste, wie, ich würde es tun, wirklich. Hier vielleicht. Bitte warten, manuell Konfiguration erforderlich. Claudia kommt. Überhaupt sehen. Aktionstimeout. Ach. Ach so, ich muss mich jetzt beeilen. Ich dachte, ich muss warten. Also glaube ich zumindest, dass ich mich jetzt beeilen muss. Versuche ich jetzt einfach mal. Sorry, Claudia. Aber oben verfolgt sie uns nicht mehr, oder? Oder verfolgt uns niemand mehr, formulieren wir mal so. Oh. Kann sein, dass ich mich getäuscht habe. Ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert, weil irgendwie ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich noch was vergessen und ich muss doch noch was tun da unten. Fehlerbehebung? Fuck! Hab ich doch getan! Anscheinend muss ich doch noch irgendwie was machen. Ich muss jetzt nochmal runter zu der Tusse. Ist übrigens doch nicht nett. Hab ich geirrt. Aber wir müssen doch jemanden finden, der nett ist. Gehirn. Ah, hier ist noch zu, gut. Das heißt, sie ist nicht durchgekommen.
Hey, ich kann vorbeilaufen, das ist nett. Au. Oh. Aber sie verfolgt uns. Ich hatte die Hoffnung, dass sie blind ist. Wirklich. Und ich guck jetzt mal, wo wir jetzt gerade sind. Also, wo der letzte Safe Point sozusagen war. Wenn der ziemlich weit zurück war oder so, dann habe ich jetzt nicht mehr Bock oder so, sonst versuche ich es nochmal. Aber ich weiß nicht, was wir da noch machen sollen. Einen Hebel umlegen und dann müssen wir dann noch was am Computer machen. Da läuft dann ein Countdown runter, aber was muss ich in der Zeit denn tun? Das frage ich mich. Leutens. Ah, wir sind hier, das ist ganz gut. Vielleicht speichert es auch immer beim Gehirn. Ey, so oft glaube ich, speichert es nicht. Was ist jetzt los? Was ruckelt jetzt? Claudia war gerade da, ich habe sie gesehen. Oh, doch nicht. Okay. Ich glaube, es ist so, wenn man den Knopf drückt, kommt die Tuste von selbst. Und man muss praktisch es schaffen, dann in der Zeit trotzdem noch irgendwas zu tun hier. Sie geht wieder perfekt. Ah, Schalter umlegen. Jetzt. Fuck. Ach du Shit, ey. Yes! Bam! Geschafft! Okay, der Part wird doch länger als gedacht. Aber ich wollte das jetzt unbedingt noch schaffen. Weil wenn man weiß, was... Weil man ganz genau weiß, was man tun muss. Also, wenn man weiß, ich muss da hinten, muss da was tun. Und du bist gerade dabei. Dann musst du es auch noch machen. Bevor du den Part beendest. Katharine hat gerade auch nochmal mit uns kommuniziert. Jetzt gehen wir nämlich hier hoch. Und dann schauen wir. Aber wir müssen jetzt doch keinen finden, oder ich weiß nicht. So, und jetzt ist da ein Bild. Scans. Guy Conrad. Conrad. Nordengland. Amerika. Tankfluten.
eingeschränkter Zugriff. Das heißt, hier müssen wir doch noch jemanden finden oder so, ich weiß nicht. Was müssen wir denn jetzt tun? Ich habe noch eine Minute 30. We should really look for a scan. Check the storage. Lagerraum? Ist es das hier? Ist hier vielleicht doch ein guter Scan? Ein einziger, es könnte ja sein. Ich hasse die Störung mit bei der PS4. Also diese, also First Person so Umguck-Dingsel, wenn man genau mit der Hand drauf muss. Hier haben wir alle. Ah, okay, mit L1 geht es schneller. Ja, komm. Das sind aber keine... Oder ist das hier ein anderer Raum? Naja, ich versuche jetzt noch die 3 und dann muss ich auch wieder beenden. Oder hier sind... ja. Ah! Ich habe ein... aber... ich muss jetzt leider den Part beenden. Tut mir leid. War gerade zu spannend, aber egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin. Ciao.